Hallo zusammen. Ich bin der Gamerocker und ich komme gerade von draußen. Ja, es pisst. Passt. Weil ich habe momentan voll keinen Bock, Let's Plays zu machen. Oh! Mal die Heizung noch ein bisschen aufdrehen. Damit es wieder warm wird, weil das Leben rockt mich zur Zeit. Und ja, ein Kollege hat mal gesagt, also ein YouTube-Freund hat mal gesagt auch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Darum erzähl jetzt einfach mal, wie das Leben mir rockt. Weil Folgendes: Wie kürzlich informiert wurde darüber, dass mein Arbeitgeber mir keine Lohnerhöhung gibt. Zum vierten Mal. Was ja eigentlich grundsätzlich okay ist, weil ich bin in einer Gemeinde angestellt und ja, Karriereleiter dort und bei mir sowieso. Sieht eher so aus, dass ja, Hierarchie halt. Ich habe mir noch schwierig, sich als Rocker sich da dran zu halten. Aber item. Eben. Kann ich darüber hinwegschauen, dass es nicht mehr Stutz gibt. Und auf die 0,5% oder so, ja. Gut, ich muss nicht mehr so viel Windeln kaufen, von dem her gesehen, okay. Zahlt sich aus. Kann man dort etwas sparen. Hoffen auch immer wieder, dass die Jünger jetzt auch mal endlich auf den, ja, auf die Scheiß-Schiessi geht, ganz einfach, ganz ehrlich. Weil dann brauche ich dir gar keine Winde mehr, dann kann ich nochmal ein Stückchen mehr sparen, das ist gut. Wobei, ja, sie braucht eine neue Schuhe. Okay. Ja, auf jeden Fall, ich bin gerade draußen am Umlaufen, weil ich nicht mehr so, oder gerade momentan, keinen Bock habe, Let's Plays aufzunehmen, sondern einfach für mich zu zocken, wenn ich gerade am Zocken bin und kann. Ja, und habe während dem Laufen so Gedanken gehabt, wie es halt aber ist, wenn sich etwas bewegt. Oder sich etwas muss bewegen. Weil der Dämpfer drauf war eben noch, dass genau die Tochter, die ich vorher von ihr geredet habe, zum Zahnarzt hat müssen. Wurzelbehandlung und so. Unsere Versicherung aber erst ab Juli 2018 greift. Und ja. Ich mir muss. Nein, ich muss mir das nicht überlegen, weil eigentlich der zweite bzw. dritte Job, den ich mache, der eigentlich für die Ferien gewesen wäre, Juli 2018, sind jetzt halt für. Gut investiertes Geld in die Zukunft denkt. Und apropos Zukunft und gut investiertes Geld, ich muss schauen, wie es weitergeht. Hier auf dem Kanal. Beziehungsweise habe ich mit dem Gedanken gespielt, einen zweiten Kanal aufzutun, wo es ja, ein bisschen seriöser soll zu und her gehen. Wo es ja, Weisheiten soll geben, wo gleich genug unterhaltsam sind, dass es sogar Deutsche würden schauen, damit vielleicht irgendwie von diesen kleinen Kuchen. Ich kann mal ein Dessert nehmen oder so. Und habe auch ein Konzept sogar aufgeschrieben. In das gleiche Buch, wie ich den Banner reinsetze. Wo übrigens eine Änderung gegeben hat. Die Flammen sind ersetzt worden durch Boxen. Ja, einfach, um dich up to date zu halten. Aber es dauert noch, es dauert noch. Tranquilo, da nichts überhetzen, nichts überstürzen. Ja. Eben, und auf dem zweiten Kanal denke ich, werde ich mich so
monetarisiert durchs Leben gehen, damit die wenigstens den kleinen Kuchen. Oder, nein, eigentlich geht es nur darum, das, was ich weiß, das kulturelle Kapital, das ich habe, auch zu vermehren, umzuwandeln. Also nein, grundsätzlich schon zu vermehren. Wie ich zu ökonomischem Kapital komme, damit bin ich noch am Ausprobieren. Es gibt da schon ein paar Sachen. Ja. Spielen eben auch mit dem Gedanken, da so mich mehr, noch mehr im Psychodramatischen zu verfestigen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wäre etwas eben für den zweiten Kanal, wo es dann so wirklich darum geht. He? Drama? Psyche? Okay. Aber auf dem Kanal, wie geht es weiter? Also, eins ist sicher, das ist und bleibt mein Herzensprojekt von mir. Und ich werde auch weiterhin sicher wieder irgendein LP zu irgendeinem Game, das ich gerade Bock habe, machen. Dann, wenn ich dann wieder will. Ja. Und bis dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Oder nein? Zwei Varianten. Möglichkeiten gibt es mehr. Aber zwei Varianten, die für mich momentan stimmig sind, und das ist entweder 7 Days to Die, ganz allein, oder 7 Ways to Live. Ja. In dem Sinne schalten wir das Teil wieder ab. Cheers.